Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu City Skylines, wo wir uns jetzt um die Bürgersteige kümmern werden. Denn die brauchen wir dringendst, damit unsere Bürger ganz gemütlich... So geht das wahrscheinlich nicht, ne? Ich probiere das mal aus, aber ich schätze mal, da wird er sagen, nö. Nee, okay, netter Versuch. Neuer Versuch. Und zwar, wenn ich jetzt hier einfach einen Weg reinbaue. So. Dann können hier auch die Bürogebäude sein. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Dann hätte ich hier zwei Wege. Und einen Baum weniger. Deine soll... hier rumführen. Und der andere soll hier rumführen. Connectet das, wenn ich das hier mache? Tatsächlich. Das connectet. Ich weiß nicht genau, ob es funktioniert, weil da eigentlich so ein Weg ist. Aber es macht erstmal den Eindruck. Und auf der anderen Seite genauso. Ein Weg... hier entlang. Obwohl, hier sind Plätze für zwei Bürogebäude. Eigentlich wäre es schöner, wenn ich, wenn, dann hier das eine kaputt mache. So in etwa. Und hier drüben kann ich das eigentlich hier auch so. Zack. Ne, dann sieht das ein bisschen... bisschen lockerer aus. Ist doch eigentlich auch ganz nett. Hier nochmal genauso. Und hier zur anderen Seite. Und hier sieht es so aus, als ob hier ein Dingens fehlt. Und es ist auch so. So. Achso, ich lasse mal die Zeit laufen, ne? Damit wir ein bisschen Kohle machen. So, kriegen wir das hier so zwischen, dass das keine Felder klaut? Das sieht doch gut aus. Da machen wir einen Weg. Und auf der anderen Seite genauso. Haben wir auch noch mal eine Bushaltestelle. Dann können wir hier den Weg rumführen. Und hier. Vielleicht ist das total übertrieben und ich mache mir gerade viel zu viel Mühe, aber irgendwie sieht das schon cool aus. Das sind halt dann so Trampelpfade, wo die zum Bus laufen können. Wir brauchen das natürlich auf der Seite auch nochmal. Da fehlen übrigens auch wieder so zwei Pönüppel. Das ist halt immer, wenn man die Straßen baut, dass dann manche Sachen, also manchmal die Zuweisung so ein bisschen verrutscht und sich verschiebt. So, hier brauchen wir auch wieder einen Weg. Den führen wir einfach hier durch. Und auf der Seite auch nochmal. Hier schlängelt der Weg sich so ein bisschen lang. Bis er dann zur Bushaltestelle geht. Einmal um den großen Baum rum. So, da hinüber. Oh, hier können wir sogar vorbei, links.
rechts. Einfach hier so. Zack. Und auch die können auf dem Weg. So, das müsste es erstmal gewesen sein. Unsere Bürogebäude sind gerade gar nicht so gefragt. Liegt natürlich mit daran, dass wir hier ein relativ großes Industriegebiet aufgezogen haben. Das heißt, wir müssten eigentlich noch für mehr Einwohner sorgen. Hey, dann wird der Kreisel noch größer. Er wird immer größer. Ich hätte gern außenrum auf jeden Fall noch Gewerbegebiet. Aber wir können auf jeden Fall das hier... Oh, das ist dicht besiedelt. Nein, 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 stopp, halt. Wir nehmen erstmal das niedrig besiedelte. Für diesen Stadtteil auf jeden Fall. Und dann werden wir weitersehen, dass wir uns auch mal an das Hohe wagen. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, der Verkehr wird vermutlich eine Katastrophe werden. Davon lebt das Spiel ja auch so ein bisschen, muss man ja sagen, ne? Dass man dann anfängt rumzutüfteln, wie man am besten Gebiete baut. Ich meine, hier mit diesem riesigen Kreis, das ist auch echt so ein Versuch, ne? Ich habe keine Ahnung, ob das auf Dauer funktioniert und ob das bei dem dicht besiedelten auch funktioniert. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das war erstmal nur eine fixe Idee, das auszuprobieren. So, dann können wir das Wohngebiet hier auch zuweisen. Und dann kommen hoffentlich erstmal noch ein paar Leute in unsere Stadt, die ein bisschen Kohle einspülen und die Bock darauf haben, vielleicht im Büro zu arbeiten. So. Dann sind das alles noch Wohngebiete und wir brauchen Gewerbegebiet. Wie sieht das jetzt hier eigentlich mit dem Verkehr aus? Also es sind schon ein paar Autos unterwegs hier. Aber das soll ja auch so sein, ne? Wenn die nicht rein und nicht rauskommen, ist das auch nicht gut. Und von daher, so ein paar Autos, das ist schon in Ordnung. Aber ich sehe auch eigentlich so gut wie keinen Personenwagen. Also ab und zu ist mal einer dazwischen. Hier so. Ein Suff. Geht zur Underhill Residence. Aber im Großen und Ganzen fahren auf diesem Kreis tatsächlich nur die Dienstleistungsfahrzeuge und die Fahrzeuge der Industrie. So, wie wir die Dienstleistung dann noch ein bisschen rausbekommen, ist, indem wir eine eigene Polizei und eine eigene Feuerwache für das Industriegebiet bauen. Und zwar würde ich die jetzt einfach hier oben hinsetzen. Da ist die Abdeckung relativ gut. Oder soll ich die so ein bisschen außerhalb vom Industriegebiet setzen? Wenn ich hier die Straße noch so ein bisschen weiterführe, einfach so ein bisschen, ne? Nichts Großartiges. Dann könnte ich da ja eigentlich auch Polizei und Feuerwehr ranbauen. Denn dort dürfte ein Wort nach dem anderen. Da dürften die nicht so im Weg sein, ne? Und die Abdeckung müsste trotzdem relativ gut sein, wenn ich die hier hinsetze. Ja. Dann pflanze ich hier erstmal eine Feuerwache hin und auf der anderen Seite eine Polizeiwache. Und da sind die alle ziemlich glücklich drüber. Wir haben hier 34 Besucher in der letzten Woche. Okay. Hier ist natürlich relativ viel Betrieb. Aber ich glaube, das ist okay.
Man könnte dem noch ein bisschen entgegenwirken, wenn man noch eine, also wenn man das Stück hier als Einbahnstraße macht. Aber dann müssten sie alle hier rumfahren, um hier rauszukommen. Das könnte allerdings auch dazu führen, was vielleicht ganz gut wäre, dass hier die Ampel verschwindet. Wenn ich das hier zur Einbahnstraße mache. Probieren das mal eben aus. Einbahnstraße. Kann auch sein, dass das total Mumpitz ist. So, dann dürfen die nämlich nur noch nach oben fahren. Und dann haben wir hier keine Ampel mehr. Okay, wir sollten das Stück hier auch noch zur Einbahnstraße machen. Alter, diese Dienstleistungsdinger. Okay, jetzt momentan kommen sie damit eher nicht so klar. Aber das wird sich jetzt nach und nach regeln. Ich beobachte mal wieder, wie das bei Cities so ist. Beobachtet man ab und zu einfach nur den Verkehr. Meistens relativ schweigend. So, und jetzt müssen die alle nämlich da oben rausfahren. Ich weiß noch nicht, ob das gut ist. Es könnte zu Megastau führen. Hier nämlich, hier an dieser Stelle. Wie man jetzt schon sieht. Da kriegen wir auch keine Straße ohne Ampel hin. Glaube ich zumindest. Also so kämen sie relativ gut rein ins Industriegebiet, aber sie kommen nicht so gut raus. Vielleicht muss ich das jetzt auch erstmal einpegeln. Ist ja immer so, wenn man was umbaut, dann braucht das eine Weile, bis das, ja, bis die damit klarkommen, so. Aber es sieht schon ein bisschen stauig aus hier. Man könnte ihnen natürlich sagen, sie dürfen hier nur rausfahren. Probieren wir doch das mal aus. So, hier dürft ihr nur raus. Das heißt, die Ampel hier ist weg. Oh, sehr geil. Okay, hier oben haben wir eine Ampel. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber jetzt kommen sie viel schneller raus als vorher. Vielleicht ist das schon die Lösung tatsächlich. Oh ja, jetzt ergießen sie sich da nach draußen. Auf der einen Seite kommen sie rein, auf der anderen kommen sie raus. Wir haben da keine nervigen Ampeln, die den Verkehr nur aufhalten, sondern sie können einfach relativ flott durchfahren. Es wäre halt nur doof, wenn sie jetzt hier außen rum fahren müssen, um dann hier wieder reinzufahren. Das wäre halt ein bisschen kontraproduktiv. Aber es sieht schon so aus, als ob die meisten hier tatsächlich nach draußen fahren. Auf unseren Industriezirkel sozusagen. Ja, doch, das gefällt mir ganz gut, so wie das gerade funktioniert. Muss ich schon sagen. Das kann man machen.